liebe Amazonenhörer, ich sitze jetzt hier und höre mir meine Band an. Background kommt direkt aus der Anlage von der CD, aber das Geile, der Pianist ist echt, beziehungsweise von einem echten Flügel gespielt, aber per MIDI angesteuert. Heute auf dem Yamaha-Stand. So, wir befinden uns hier aktuell auf der Plattform des Klaviers, um jetzt mal ein aktuelles Stück zu nehmen, was vielleicht jeder kennt, von Coldplay, Clocks. Gehe ich auch fertig? Also das Klavier? Der eigentliche Punkt ist, das Klavier spielt echt. Das Klavier spielt echt. Und dazu gibt es ein Playback vom Band, also von Audio, also ein Audio-Playback. Es ist aber auf einer, praktisch auf einer Spur, ne? Also besser gesagt, es ist eine MIDI-Spur, die das Klavier akustisch spielt. Das ist eine echt aufgenommene Begleitung. Das ist eine echt aufgenommene Begleitung. Das hat Coldplay selber eingespielt im Studio. Da saß der Pianist von Coldplay halt am Piano, am Yamaha-Diskklavier, hat das am Diskklavier eingespielt. Die Background-Musik und der Gesang wurden auch gleichzeitig mit aufgenommen. Und jetzt habe ich das live in meinem Wohnzimmer praktisch. Ne? Das Klavier spielt mir das live. Ich gehe mal nur darüber und drehe mal das Playback auf. Genau. Jetzt hören wir schön die Background. Also der Clou ist, ich habe hier das Playback-Audio-Original von Coldplay, genau. Und habe den Pianisten als MIDI-Spur, damit das Piano live erklingt. Der Pianist ist praktisch unsichtbar am Klavier. So gesteuert wird das alles hier rüber. Das steuert man alles hier über die App. Also die Zusammenfügung der einzelnen Spuren könnte läuft über das Piano. Könnte man jetzt auch sagen, Klavier leiser und das Background lauter? Das geht natürlich auch. Ich kann das Klavier hier leiser pegeln, dann wird das nur innen drin gedämmt. Die Tastenintensität und die Anschläge, die Geschwindigkeit, gibt das Klavier jedoch 1:1 so wieder, wie der Pianist das auch eingespielt hat. Aha. Also wenn ein Elton John Candle in the Wind leicht spielt, gibt das Klavier das zu 99,999% genauso wieder. Das also beim Verändern der Lautstärke wird nicht der Anschlag verändert, sondern nur das Volume. Das Volume, genau. Aber auch nur über eine Filzmatte im Klavier selber. Ne? Dadurch, darüber kann ich das auch auf Loudless stellen, also das Klavier lautlos spielen lassen, sodass das gar nicht mehr angeschlagen wird. Das ist die Oberfläche, die virtuelle Oberfläche des Klaviers. Dort kann man wählen zwischen Songs, die eingebaut sind. Man kann natürlich das Klavier noch selber spielen, dann kann man dann aufnehmen. Wir haben hier die Funktion Diskklavier Radio. Das ist praktisch ein Streamingdienst, speziell für das Diskklavier. Da kann man unter 6000 Songs und 30 verschiedenen Kategorien wählen. Man hat natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, halt zwischen den Einstellungen vom Klavier, ob man das halt auch synthetisch rausgibt, auf Multi-Room-Lautsprecher von Yamaha in der MusicCast-App. Wenn ich jetzt aber erstmal zurückgehen dürfte in die MusicCast-App, dort ist ja das Klavier jetzt als Hauptraum etabliert. Das ist die Oberfläche. Klavier. Hier kann ich ganz normal die Lautstärke pegeln. Im Hintergrund habe ich jetzt das Wohnzimmer mitlaufen. Ich kann natürlich auch noch zusätzliche Räume dazu wählen, dass ich sage, okay, ich möchte den Klavierton inklusive Hintergrundbeschallung vom Klavier in allen Räumen des Hauses hören. Und dann schließe ich alle Lautsprecher über die MusicCast-App zusammen. Ich gehe mal wieder zurück auf die Klavieroberfläche, damit wir mal zeigen können, was wir für Songs auswählen können. Jetzt sind wir hier bei My Songs. Das ist aktuell ein USB-Stick, der unten im Klavier verbaut ist oder eingestöpselt ist.